So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Until Dawn. Mike kann es kaum erwarten, seine Chest zu retten, die wohl in Nöten ist. Warte mal. Ist da wer? Hallo, ich bin auch dabei. Stimmt, genau. Aro ist auch dabei. Hör auf, mich immer zu ignorieren. Da ist doch wer. Ich sehe dich. Genau da. Hallo. Okay, geh mal weiter. Komm. Es ist wichtig, ich gebe moralische Unterstützung. Genau, das stimmt. Indem du wegguckst, wenn's gruselig wird. Okay, hier links oben waren wir schon, da haben wir glaube ich sogar einen Totem gefunden. Hier ist eine Maske, die uns erschreckt hat und jetzt geht's weiter. Auf der Suche nach Jess. Und gucken, um zu sehen, was mit dir passiert ist. Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht kalt, wenn ich dich finde. Oh mein Gott! Nein! Das war so genial! Nein! Warte, 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 das musst du sehen! Das musst du sehen! Ich will mir das nicht! Nein! 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 Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht! Ich hatte Angst, Jess! Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen! Ich bin mitten im Wald, das ist gruselig! Oh, hab ich dich erschreckt! Wenn du das irgendjemandem schickst, dann was? Mach ich dich kalt! Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Was ist das für eine blöde Kuh? Aber echt. Also da wird's ein bisschen unsympathisch. Also ganz ehrlich, man kann der witzigste Mensch von der Welt sein, aber das fand ich jetzt nicht lustig. Die kann auch nicht so tun, als ob es ihr schlecht geht, du machst dir Sorgen und dann kommt so ein Scheiß. Ja, das Problem ist, ich finde jetzt, dass keine der Antworten darauf passt, weil witzig heißt, dass wir es ja gut fanden und mürrisch, du hast gewonnen, finde ich jetzt auch irgendwie fehl am Platze. Ich meine, gut, es gibt ja noch ein Ziel, auf das wir hinarbeiten. Und dann müsste man eigentlich sagen, ach, das war ja eigentlich ganz gut. Du hast den Drücker in der Hand, entscheide. Ich hab den, ja komm, das war ganz witzig. Ich würde es mürrisch machen. Soweit ich sehe, ist sie aber noch trocken. Oh, ist das so? Ja. Du musst dich vor mehr anstrengen. Du ja? Willst also mehr? Passt ja ungefähr. Dann solltest du dich lieber anschnallen, denn auf dich wartet die ganze Macht meiner allergemeinsten Erschreckungskünste. Okay. Hat der Typ ein Nachtsichtgerät? Oh, und liegt das? Jetzt läufst du, glaube ich, wieder zurück. Ja, ich dachte, vielleicht sieht man da was. Okay. Ein Totem. Weiß oder gelb? Weiß oder gelb? Gelb, oder? Ich hab's nicht gesehen. Führungstotem? Da war Wasser. Keine Ahnung, irgendeine Art Mühle. Und dann steigt irgendwer aus dem Wasser. Aber das kann man nicht erkennen. Okay. Merke, irgendwo, wo Wasser auf so ein Rad runterkommt, muss man irgendwas. Da ist irgendwas. Okay, weiter. Gibt's hier noch was? Aha. Eigentlich hätten wir jetzt gedacht, man muss über die Brücke, gell? Das ist was? Wow, wow, wow! Was für ein schöner kleiner Liebesbeweis! Wer das wohl ist, hä? Ein M und ein E. Hast du eine Ahnung, was das heißen könnte? Oh, heißt vielleicht... Matt und Emily? Elizabeth und Myron. Oder vielleicht Michael und Emily? Matt und Emily, ja. Mir war bloß nicht klar, dass du auf Kitsch stehst. Macho Mikey. Das war ich nicht. Ich war letztes Jahr mit Em hier, aber im Ernst, sehe ich etwa wie der Typ aus der Herzen in Bäume ritt? Ich hätte auch nicht gedacht, dass du kreischst wie ein Mädchen, aber kennt man einen Menschen denn jemals wirklich? Das war bestimmt Em. Sie steht auf das ganze kitschige Zeug. Ja klar, sicher. Okay, Status-Update.
okay, wir sind jetzt sowas von dermaßen nicht ehrlich. Ich bin immer ehrlich. Ja. Wie weit geht's denn da noch? Aha. Wo zum Henker ist die Hütte? Da kommen wir doch her, Ich weiß es nicht mehr. ist die Frage, sind wir da hingelaufen? Oder laufen wir dann dem Typen da in die Arme? Und dann sind schon beide tot. Ich glaube, da sind wir gerade langlaufen. Das ist nur so ein Parallelweg. Okay. Gleich springt er raus. Oh, schade doch nicht. Aha. Achso, das haben wir ja schon gesehen, oder? Ja, so schon. Okay. Aha. Ist doch schön, wenn man immer wieder was Neues entdecken kann, oder? Ja, genau. Wow! Das ist ja ein echtes Winterwunderland hier draußen. Du weißt, ich hab's drauf. Wie weit muss man zu dieser Hütte laufen, hä? Da war der Wind. Nein. 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 Stimmt nur ein Wind. Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen. Genmutiert. Nee, es war eine Fledermaus. Eine riesen Fledermaus. Genau. Was? Hörst du das? Nein. Hallo? Ja, genau. Schrei noch. Jemand da? Oh Mann. Blöde Viecher. Das Vieh hat uns fast umgebracht. Naja. Da ist Update. Wow, jetzt sind wir aber gerade wieder voll, oder? Mit Chess. Ja, warum? Hilfsbereit. Was hat denn das jetzt bitte mit Hilfsbereit? Also. Aber ehrlich, ein Hilfsbereit ist bei uns ja richtig mies. Okay. Das Knirschen finde ich schön. Ja, vom Schnee, ja. Hat was? Ist genau so, wie du es beschrieben hast, Michael. Was? Die Hütte. Sie ist toll. Ja. Yeah. Total romantisch. Wo ist der Kettensägenmörder? Oh ja, das sieht schon sehr romantisch aus, ja. Geh doch rein, Mensch. Oh, Haken. Eine alte Maske. Also, da ich sowas arschig finde, würde ich nicht erschrecken. Naja, aber wir könnten sie ja heimzahlen, ne? Ja, aber. Naja, komm, wir wollen ja uns nichts verscherzen jetzt hier. Hey, schau mal die Maske. Oh, ist voll schräg, oder? Sieht gruselig aus. Naja. Ist doch drauf. Knutschen? Oh, Mike, hör auf! Okay, dein Pech. Ich dachte, die erschreckt gerne. Gehen wir nochmal in die Hütte. Ja, mach ich auch. Wie, das war romantisch? Nee, das ist zurückgegangen, oder? Nee, das war doch jetzt voll. Das war doch jetzt gerade rot.
Ja, vielleicht weil ich sie nicht erschreckt habe, ist es eher romantisch, als wenn sie was erschreckt, dann. Aha. Aber naja, gut. Nee, geh mal zum Fenster. Da, oder am Tisch ist nichts mehr. Nee, nee, da ist nichts mehr. Okay. So, weiter. Das war's. Haben wir viel entdeckt. Der ist kalt. Ja, wie gesagt, wenn man so lange laufen muss, dann ist ja auch klar, dass es kalt wird. Aber die Taschenlampe hält lang, hä? Ja. Was? Hat man das gerade irgendwas gesehen? Ich habe keine Ahnung, ich habe mich super erschreckt. Das Geräusch war ja voll krank. Was ist das? Ich will's gar nicht wissen. Das klang sehr gesund. Ja. Okay, ich glaube, ich mach wieder die Augen zu. Okay. Scheiße. Verdammt! Echt furchtbar! Das arme Vieh. Shit! Ich glaube nicht, dass er durchkommt. Nicht töten, beruhigen. Ja. Hey, Mann. Oh mein hey, Kumpel. Gott, das arme Tier. Ist okay. Es ist okay. Oh. Ist okay. Mike, er hat so große Schmerzen. Es ist bald vorbei. Okay, Kumpel. Es ist bald vorbei. Oh. Oh mein Gott, was zur Hölle war das? Keine Ahnung. Eine Brücke, hier lang, Mike. Good time, nein. Wer sieht so nicht? Weg. Bleib auf dem Weg, wir sind fast da. Pass auf, mach die Tür auf. Schnell. Oh Gott, du blöde Kuh. Ja, fall doch hin. Laufen. Helf hier. Mach ich. Komm schon, wir müssen weiter. Ja! Nein! Hol den Schlüssel! Du musst sie öffnen! Oh. Oh mein Gott! Das war knapp! Was? Alles unter Kontrolle. Die ganze Zeit. Ja, genau. Schwachsinn. Nein, 100%, 100%, 110. Mann, wie krass. Ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, der kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Oh, typisch. Oh, das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael? Ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Sehr romantisch. Feuer und Beleuchtung, bitte. Ja, my lady. Voll die Lady. Für Zimtzicke. Da hat was geglitzert. Eine Lampe hätten wir schon mal. Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Ja. Wow. Sehr stimmungsvoll. Holz ist auch da. Jetzt brauchen wir noch ein Streichholz.
Okay. Brennstoff ist da. Fehlt nur ein Streichholz. Ey, der kann Gedanken lesen. Hast du das Buch geschrieben dazu? Ja, natürlich. Texte? Ja, was macht man das sonst an? Mythen und Legenden der amerikanischen Ureinwohner von Joseph Malick. Falls du nicht auf Rumknutschen mit Eiskulturen abfährst, solltest du Feuer machen. Pronto! Ja, bin ja schon dabei. Die Bärenmutter kehrte zurück. Sie war furchtbar zornig und griff den Kaufmann an, doch er konnte mit den Pelzen ihrer Jungen fliehen. Ein mächtiger Adler wurde Zeuge des Geschehens und stieß auf den Kaufmann herab, der zwischen den Bäumen hindurchrannte. Doch ein Pistolenschuss konnte den Adler in die Flucht schlagen. Du sollst nur ein Feuer machen, kein Roman schreiben. Ja, nerv nicht. Wie lange dauert das denn noch? Ja, pst. Der Kaufmann verließ den Wald in Schadenfreude, während er an das Geld dachte, das er schon bald in Händen halten würde. Doch da fiel ein großer Baum um und versperrte ihm den Weg. Er musste umkehren und einen anderen Weg finden. Da traf er ein weiteres Mal auf die Bärin. Der große Geist hielt ihn an, es diesem so Tag... Es ist so kalt hier drin im Moment, dass meine Zunge sofort an dir festfrieren würde. Du nervst. Ja genau, du nervst. Der große Geist hielt, hielt ihn an diesem Tag auf die Bärin... Der große Geist hielt ihn an diesem Tag auf und die Bärin konnte Rache üben. Die Natur zu verärgern bedeutet, das eigene Leben zu opfern. Der große Geist sieht alles. Vergiss das nie und sei auf der Hut. Respekt ist die Lebensart des Stammes. Noch weiter? Es hatten wohl noch mehr Leute eine Begegnung mit den netten Problembären. Das macht es jetzt nicht wirklich besser. Doch. Zeichen und Symbole der amerikanischen Ureinwohner. Die Jäger der amerikanischen Ureinwohner nutzten Zeichen und Symbole, die sie in Bäume ritzten oder an Wände malten. Siehst du, da sieht man doch, woher das M plus E kommt. Um mit anderen Stammesmitgliedern zu kommunizieren. Ja. Viele Symbole vermittelten religiöse oder mystische Glaubensgrundsätze. Einige warnten vor Gefahren oder boten Schutz, andere markierten gute Jagdgebiete. Die meisten Symbole waren stammesspezifisch und konnten von anderen Stämmen nicht gedeutet werden. M plus E. Mhm. Die Abbildung unten und gegenüber zeigen einige Symbole, die von den Stämmen in Nordamerika und Kanada benutzt wurden. Bild eines Jägersymbols, gutes Jagdgebiet. Bild eines Schmetterlingssymbols, eine Vision oder ein Traum von der Zukunft. Bild eines Schädelsymbols, ein Schutzzauber oder Bann, der vor bösen Geistern schützen sollte. Und dann kann man nur noch zurückblättern, okay. Okay. Ist hier noch irgendwas? Da ist was. Wow, oh. Jess! Sieh dir das an! Ist das ein Feuer? Nein. Naja, es kann feuern. Cooler. Erschrecken würde ich nicht, weil man weiß nicht, was mit Waffen losgeht. Ich dachte, die wären nicht geladen. Deswegen zeigen wir das lieber mal. Die Longneck Rifle. Gefall ich dir? Oh mein Gott. Warum drehen Kerle bei Waffen immer komplett am Rad? Keine Ahnung. Recht? Da muss ich wieder an Chris denken. Okay. Ich bin böse. Ja, genau. Sie wird nie verstehen, was uns verbindet. Das ist wie Männer und Autos. Ja, genau. Okay, weiter so. Status Update. Achso, da war ich ja schon. Status-Update? Was? Aber wir sind wieder hilfsbereiter geworden. Boah, super. Warum mag uns die jetzt weniger? Ach, die ist doch eine dumme Kuh. Hat sich bei ihr auch geändert? Ja, sie mag uns weniger. Okay. Hättest du sie mal liegen lassen, als sie gestolpert ist? Ja, aber echt. Seid's los. Oh, scheiße. Kacke. Mike! Was? Oh, scheiße! Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg! Es ist weg! So reden Frauen. Ganz ruhig. Was ist weg? Nee, mein Ladies. Scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße! Nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Viel Spaß beim Suchen. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay, okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären. Oder was immer das war. Okay.
Du kannst gerne gehen, wenn du möchtest. Vor allem, wie kann man bitte 4 Handys verlieren? Keine Ahnung. Also, das ist mir ein Rätsel. Cool. Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Licht wäre schon mal cool. Okay. Bist du okay? Was machst du denn da? Es ist das Licht. Ich hab's gemerkt, du Trottel. Du hast es kaputt gemacht. Wahrscheinlich falsch verkabelt oder sowas. Du bist falsch verkabelt. Die wird mir immer unsympathischer. Ja, aber echt. Henna? Kannst du es umdrehen? Henna holt Bronze beim Alberta Junior Invitational 213. Dingensbums. Beim Turnier. So. Licht? Ach, geht er nicht mehr, habe ich ja kaputt gemacht. Ja, aber dafür kann er doch nichts. Da liegt noch ein Buch. Das Kamasutra. Bearbeitet von Tom Heaton. Okay. Ja, yeah, das guckt er sich natürlich an, ne? Oh, was haben wir denn hier? Kamasutra. Die waren einfallsreich. Ja, aber das muss man jetzt nicht alles vorlesen, oder? Ich meine, ich glaube nicht, dass es relevant ist für die Geschichte, ob du jetzt das Kamasutra-Buch vorliest. Also pass auf, wir scrollen das mal durch, wer es lesen will, kann das machen. Also hier, Pause drücken, so. Hier, Pause drücken. Weiter. Wie gesagt, aber 18, gell? Ich weiß nicht, ob ich fit genug bin für diese Art von Matratzensport. Das war's jetzt, okay. Das ist, wir wollen ja die Jugend schützen. Ja, genau. So, was gibt's hier noch? Vorhang. Vorhang ist immer schlecht. Na, da gucken wir jetzt nicht. Da gucken wir jetzt nicht, oder? Wir doch, gucken doch jetzt. Oh Gott. Komm, jetzt langsamer. Mann, verdammt! Weg! Oh mein Gott. Verfluchte Scheiße! Fuck, shit! Fuck, shit. Wow, du kleiner Schisser, Mike. Komm schon. Aber echt. Hier hinten was? Dann müssen wir jetzt. Haben wir schon einen Anzünder gefunden für das Feuer? Nee, irgendwie nicht. Na, irgendwo muss ja was rumhängen. Ich finde die Kamera so doof, ich habe immer Angst, dass da vorne dann einer steht. Naja, also wenn jetzt hier einer stünde, dann müsste die ja irgendwie schreien, oder? Da ist noch was. Ach, guck mal. Das ist alles. Jetzt gibt's Feuer für meinen Schnucki. Ach du Scheiße. Den Spruch musstest du unbedingt loswerden. Hab ich recht? Natürlich. Sonst hätte ich Kopfschmerzen bekommen. So, ja, noch eins da. Das ist gut. Haben wir aber Mike Glück, ne? Eins, Feuer 0. Wirklich schön. Bravo. Okay, my lady. Jetzt hopp. Was kommt jetzt? Ich glaube, oh, mit Alkohol wäre es entspannter. Was? Komm. Nicht im Ernst, oder? Na, wenn ich das früher gewusst hätte. Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht so weit. Und deswegen will sie sich die Kante geben, damit sie so weit ist, oder was? Ist ja voll tolles Kompliment. Ich kann dich nur ertragen, wenn ich was gesoffen habe. Sollen wir dann wenigstens rummachen? Na, komm, wir beruhigen sie erstmal, oder? Na gut. Mach ich. Irgendwas falsch? Nein. Ich meine, ich dachte, du bist so, aber du bist irgendwie anders. Ergibt das einen Sinn? Nein. Du kannst nichts dafür. Jess? Ich mag dich wirklich. Was du auch von mir denkst. Tja, gib mir eine Chance. Und ich werde dir zeigen, was du brauchst. Also, dein Selbstvertrauen gefällt mir. Ja? Wie gut?
Mike, die Fensterläden. Was ist damit? Kannst du sie bitte zumachen? Da draußen ist doch keiner. Ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jazz, wirklich, alles gut. Es gefällt mir wirklich nicht. Okay, Fensterläden zu. Da draußen ist was, ans Fenster würde ich eigentlich jetzt nicht gehen, aber... Ja, weiß es ja nicht. Status-Update? Ist bereit. Romantisch. Yay! Und Jess mag uns. Aber ehrlich sind wir überhaupt nicht mehr, glaube ich. So. Zufrieden? Voila. Die Läden sind dicht. So, wo waren wir? Tut mir leid. Sorry, ich glaube, ich bin ein bisschen... durch den Wind und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen und... Was? Was durchzuziehen? Also, ich gebe mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das, aber eigentlich... Ich will ehrlich sein, ich bin... eigentlich ziemlich unsicher. Das ist das erste Nette, was sie gesagt hat. Also erstens hätte ich das gewusst, dass die jetzt hier erst so tut, von wegen, oh ja, wir gehen jetzt romantisch hier, ne, und dann geht's los, ne, und dann doch einen Rückzieher macht. Hätte ich sie vorhin erschreckt. Für die Kuh. Ja, ja, genau. Erst ist sie so fies und dann... Die ist kompliziert. Nein, was machst du? Oh, komm schon. Was? Verschon mich doch mit diesem albernen Kinderkram. Das ist doch Blödsinn. Es ist die Wahrheit. Oh, klingt kompliziert. Na, vielleicht bin ich kompliziert. Toll. Was? Ich dachte, du wärst... Anders? Ich dachte, du wärst... keine von denen, die nur ihre Spielchen treiben wollen. Wofür hältst du mich denn bitte? Für ein Flittchen? Nein, nein, nein. Ich meine, du bist halt nicht kompliziert. Was? Michael. Du bist echt ein Arsch, weißt du das? Manchmal wünschte ich mir, du wärst nicht so süß. Und den Rest der Zeit? Komm her. Ich hab's überhaupt nicht gecheckt. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Was? Ich bin auf jeden Fall bereit für deine Händchen. Was? Habe ich gerade was nicht mitbekommen? Was war das für ein Gespräch? Spanner! Spanner! Und? Quälst du? Ich erkenne nichts. Mike? Was ist das? Ich weiß nicht. Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte. Alleine. Okay, ich gehe alleine. Warum kommt die nicht mit? Status Update? Hilfsbereit. Was soll denn der Mist? Warum ist es hilfsbereit? Ich geh doch nachgucken. Also bin ich doch hilfsbereit. Ja, eigentlich schon. Was ist Musik? Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Ist da irgendwas an der Decke? Ja, darum auch. So rumzuspielen. Okay, werden wir jetzt da angegriffen? Das ist ein Handy. Musik? Das ist ihr Handy. Yo, 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 yo. Okay. Dein Telefon! Was? Wieso denn mein Telefon? Ich wusste gar nicht, dass das Handy Scheiben einschlagen kann. Kam halt durchs Fenster. Oh, verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Oh. Ich dachte, du wolltest nicht. Hey! Ja, Penner! Geh wieder rein. Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Was für eine Scheiße soll das sein? Gönnt ihr uns den Spaß so wenig? Geh wieder rein. Tja! Weil Michael und ich nämlich gleich ficken! Genau!
Also jetzt doch. Kann ich mich mal entscheiden? So eine Scheiße! Alter. Wer wollte noch gerade ficken? Ich sag das dem Psycho. Weißt du mal. Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten es rausfinden. Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Genau, Christopher ist gar nicht erst der. Achso, nee, ich bin ja Ashley. Ja, genau. Das werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.